Ja, und hier haben wir schon wieder einen Musikzug vom Schützenverein Celle Wietzenbruck, wenn ich das so richtig sehe. Ja. Die sind zum dritten Mal dabei, also auch das wieder. Es gibt auch so eine gewisse Art von Tradition. Die, die hier schon mal dabei gewesen sind, die Spaß hatten, vor allem wie heute bei so einem tollen Wetter, die kommen gerne wieder und reihen sich in den Zug ein. Ja, wir sind also jetzt hier in dem Bereich des ersten Blockes. Der erste Block wird in diesem Jahr von der Braunschweiger Karnevalgesellschaft beschickt. Und wir haben also jetzt hier im Bild gerade die Stadtgarde der Braunschweiger Karnevalgesellschaft mit dem Tanzmariechen. Und Ludger, du wolltest da noch etwas über den Orden sagen. Genau, das ist also etwas, was in Braunschweig ganz groß geschrieben wird, liebe Kollegen. Vielleicht könnt ihr einfach mal kurz hier uns zu uns raufschalten hier zum Kommentatorenpult, denn wir möchten gerne natürlich auch die Orden zeigen. Das ist etwas, was in Braunschweig auch Tradition hat. Jeder Karnevalsclub und jeder Karnevalsverein hat hier selbstverständlich einen Orden und diese Orden sind was ganz Besonderes. Die werden nur in ganz kleiner Auflage hergestellt pro Jahr, also diese Serie zum Beispiel in 400-facher Ausführung. Das heißt, also, man reißt sich darum, um diesen Orden zu bekommen. Und es ist natürlich ganz klar, wer so einen Orden hat, der weiß, er gehört dazu. Und ich bin natürlich auch froh, diesem Jahr wieder einen zu haben. Also, der Zug, der jetzt kommt, die ersten Leute von diesem Karnevalsclub, von diesem Karnevalsverein. Und der Orden ist richtig schön bunt. Und wir haben es gerade gesehen, ich weiß nicht, ob unsere Kollegen das noch kriegen, das Google-Fahrzeug, denn natürlich auch in Braunschweig, es wird ja viel über Street View geredet. Ja, hier haben wir es also drin, Street View, selbstverständlich. Die Zuschauer müssen also aufpassen, dass sie also auch vernünftig gekleidet sind, karnevalistisch kostümiert, denn es wird also mit diesem Fahrzeug alles aufgenommen. Das müssen wir uns so langsam gefallen lassen. Und hier hat also dann einer der Künstler, die diese Fahrzeuge gebaut haben, wieder ein tolles Werk vollbracht. So, Street View hat natürlich auch genau das Auge drauf, was meine Kollegin macht, nämlich Britta von Lucke. Liebe Britta, du bist jetzt am Straßenrand, hast du denn schon richtig Jacken im Angebot? Ja, also das Großartige ist, die kommen hier wirklich alle richtig doll verkleidet. Ich darf Ihnen mal Lilly vorstellen, 5 Jahre alt. Lilly, als was gehst du heute? Als Herzchendame? Ja. Und wie gefällt es dir so bis jetzt? Gut. Also, Lilly macht nicht viel Worte, aber das reicht ja auch. Wunderhübsch siehst du aus. Und hier habe ich die nächsten 3 Grazien. Oder als was gehen Sie bitte? Als Käfer. Als 3 Käfer. Und Sie sind der Hahn im Käfertal. Der Hahn im Korb, genau. Und wie lange braucht man dafür, um sich so schön zu machen? Ach, haben wir nicht lange gebraucht. Ich sehe, das ist dran geklebt, ne? Das ist dran geklebt, ja. Und da haben Sie sich abends getroffen und vorbereitet? Ja, ganz genau. Und woher kommen Sie eigentlich? Aus Giebolderhausen kommen wir. Exfeld. Wunderbar. Also die Leute kommen wirklich von überall her angereist, um hier dabei zu sein. Und Verkleidung gehört natürlich dazu. Dankeschön, Britta. Ich habe gerade erst verstanden, als was kommen Sie als Kiffer? Ich habe gesagt, ihr holt gleich eine raus, aber Käfer war natürlich das Richtige, ja, ist klar. Ja. Hier haben jetzt kommen wir natürlich zu einem Highlight. Hier ist das ein Prunkwagen, der Elferratswagen der Braunschweig Karnevalgesellschaft mit dem Präsidenten Siegfried Rackwitz oben an der Spitze. Im Moment dreht er uns den Rücken zu. Ich weiß nicht warum, aber er ahnt wahrscheinlich noch nicht, dass er beobachtet wird. Aber hier Elferratsmitglieder, hier haben wir den Präsidenten im Bild. Er schmeißt Rosen. Keine roten, aber Rosen. Für dich soll es gelbe Rosen regnen, um es mal zu sagen. Ja, also ganz wichtig natürlich, ohne so ein Elferrad funktioniert kein Karneval. Karneval muss natürlich auch, sage ich mal, verwaltet werden. Und dieser Wagen ist sehr schön gestaltet vorne. Die Quadriga drauf, die meisten denken, ja, Quadriga kenne ich aus Berlin. Das mag sein, aber auch in Braunschweig gibt es selbstverständlich eine Quadriga. Also ein Wahrzeichen hier der Braunschweiger. Und die haben sich natürlich das kleine Schloss mitgebracht, das Braunschweiger Schloss. In dem Wagen stehen sie gerade. Und da wird natürlich auch sich heute wieder warm getanzt. Also auch das ja wieder ganz, ganz doll im Zug dabei. Viele, viele Tanzmariechen, die hier im Zug mit teilnehmen. Und zwar die von der BKG. Da kann man mitmachen ab 18 Jahre. Das ist dann die Schlossgarde. Da gibt es die Löwengarde. Ja, das sind die ab 12 Jahren. Und die ganz Kleinen, die ab 7 Jahren schon mitmachen, das ist die sogenannte Till. Garde. Also auch da schon genau aufgeteilt, von jung bis etwas älter. Die Senioren, hat man mir gestern in Osnabrück gesagt, sind so ab 18 Jahre. Ja. Ich weiß gar nicht, wie ich mich dann fühlen soll oder wir uns dann fühlen sollen, wenn das schon die Senioren sind. Wir sind ja schon scheintot, so ungefähr. Ja, in dieser Truppe haben wir auch ein Synchron-Tanzmariechenpaar. Beide sind 8 Jahre alt. Und die haben also das Publikum in den Hallen also richtig zum Rasen gebracht. Was die für Leistung gebracht haben, trainiert werden sie alle von Heike Fennen.
Heike ist ja den langjährigen Fernsehzuschauern bekannt. Sie hat also damals immer dem Zugreporter unten im Zug die Beine um den Hals die geworfen. Die Beine über die Schulter gelegt. Ja, 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 es war immer ein Schauspiel. Also Heike kenne ich auch noch. Da ist, glaube ich, bis sicher schon 10 Jahre her, als wir hier die Prunkveranstaltung gemacht haben. Und,